Ich nehme an, ja, dass nachdem Joachim Fest gestorben ist vor einigen Jahren, dass zwar weiter Speers Memoiren verkauft werden, dass es aber niemanden mehr gibt, der in der Öffentlichkeit Speers Weste reinwaschen wollte. Die Angelegenheit hat eine andere Wendung genommen. Inzwischen gibt es Historiker, die über die Funktion der Speer-Legende und über Speers Weg ab 1966 publiziert haben. Das ist einmal Isabel Trommler und der zweite, der das gemacht hat, also die hat die Speer-Legende und deren Funktionen analysiert, und das ist Magnus Brechtgen, stellvertretender Direktor des Zentrums für dem Institut für Zeitgeschichte in München, der im vergangenen Jahr eine dicke Schwarte vorgelegt hat über Speer in der Nachkriegszeit. Beide Bücher beziehen sich auf die Widerlegung der Speerschen Legenden als Memoirenschreiber durch die historische Forschung. Und da ist die Beteiligung an den Verbrechen gegen die Berliner Juden ein Teil, die anderen Komplexe sind seine Tätigkeit als Rüstungsminister, seine Kenntnis und Beteiligung an an KZ Mauthausen, also den Produktionen, die da gelaufen sind für die Rüstungsindustrie und so weiter. Also das heißt, das ist jetzt irgendwie nach langer Zeit gibt es schon Bücher über die Geschichte der Auseinandersetzung und der Widerlegung der Legenden. Vielleicht bleiben wir dann noch ganz kurz bei dieser Figur.